Willkommen am dritten Tag der GPN zum ersten Vortrag hier im Mediencenter. Malex Marve, Max. Er arbeitet beim Security-Team bei Aterratech und beschäftigt sich dort mit Sicherheitstests, Bedrohungsanalysen und Architekturreviews für Softwareprojekte. Dort bastelt er an der OWASP Securebox mit und hat vorher an der TU Darmstadt promoviert und erforscht, wie man Menschen dazu bringt, ihre Webseiten weniger kaputt zu machen. Willkommen, viel Spaß beim Vortrag, wie man mit Mathematik eine API übernehmen kann und wie gute Architektur das verhindert. Willkommen. Ja, moin moin. Schön, dass ihr alle da seid, so quasi mitten in der Nacht auf der GPN, ne? Morgens um 10. Puh. Genau. Also, moin, ich bin Max und wie eben gerade schon gesagt wurde, ich mache was mit Security bei Aterratech und habe vorher was mit Security und Menschen an der TU Darmstadt gemacht und mich damit beschäftigt, wie man irgendwie Leute davon überzeugt, dass es vielleicht eine gute Idee wäre, die Sicherheitslücken von ihrer Webseite runterzunehmen. Das ist manchmal schwieriger, als man denkt. Zeug, von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt, an dem ich mitgearbeitet habe, ist privacyscore.org, privacymail.info, das inzwischen offline, weil es nicht mehr funktioniert hat, und eben die Secure Code Box. Ich mag Kryptographie und ich mag interessante Fehler, aus denen man was lernen kann. Und an dieser Stelle kamen tatsächlich in einem Kundenprojekt zwei Sachen zusammen. Und da wollte ich euch einmal kurz von berichten. Wir reden hier über eine relativ einfache Web-Application. Das heißt, wir haben irgendwie was, das läuft in dem Browser, beim User. Das redet mit einem Backend vor Frontend, der im Endeffekt nur dafür da ist, den User einmal kurz zu authentifizieren und eben auch alle Autorisierungschecks zu machen, die man so machen muss. Und das Backend vor Frontend redet dann wiederum mit einem API-Gateway, hat dafür so einen Schlüssel, mit dem es mit dem reden kann. Das API-Gateway redet dann mit einem Haufen Microservices dahinter. Und das ist so eine Anwendung, die bei so einem Finanzdienstleister war, um so nachzugucken, was ist der aktuelle Stand von einer Abwicklung, was gibt es da vielleicht auch für Rechnungen, die damit zusammenhängen, was hat der Kunde uns vielleicht noch geschickt, hat er vielleicht gesagt, so, ich kann das jetzt nicht zahlen, aber vielleicht in 2 Wochen oder so. Das findet man dann alles über dieses System. Das Nette an der Architektur hier ist, dass man jetzt einfach sagen kann, gut, wir setzen da noch eine Firewall ein, die war in diesem Fall zwischen dem API-Gateway und den Services. Das heißt, man konnte nicht direkt mit den Services reden, sondern nur mit dem API-Gateway. So, wie gut diese Idee ist, da kommen wir später noch zu. Im Rahmen von dem Mini-Pen-Test, den wir gemacht haben, ging es um die Anwendung und das Backend for Frontend. Die ganzen anderen Teile dahinter waren eigentlich out of scope, hatten wir dann schon mit anderen Checks abgedeckt. So, ich zeige euch jetzt einmal ein spezifisches Feature von dieser Plattform und das ist eben, dass man sich einen bestimmten Prozess angucken kann. Das heißt, ich kann jetzt sagen, so, okay, hier gab es eine bestimmte Rechnung, die gestellt wurde oder so, gib mir doch mal die Details dazu. Dann geht also der Browser zum Backend for Frontend und sagt, hi, gib mir doch mal die Infos zu diesem Prozess. Das Backend for Frontend weiß natürlich selber nichts, sondern geht dann zum API-Gateway und sagt, hallo, ich bin das Backend for Frontend, hier ist mein API-Key, bitte gib mir doch mal die Informationen und kriegt halt einen Haufen Daten zurück. Als Teil von diesen Daten sind auch Download-Links mit dabei für Dateien. Diese Download-Links zeigen jetzt aber auf das API-Gateway. Das hilft natürlich dem User nicht so richtig viel, weil der kann sich ja gar nicht beim API-Gateway authentifizieren. Das heißt, diese Anfrage muss durch das Backend for Frontend gehen. Was die Entwickler sich da also jetzt gedacht haben, ist ja super. Wir verschlüsseln einfach diesen Download-Link. Weil wenn man den einfach im Plaintext behalten würde, dann könnte man den ja ändern. Das wäre dann irgendwie so Server-Side-Request-Forgery und solche unschönen Dinge, die dann möglich werden. Damit wollen wir uns nicht abgeben. Deswegen verschlüsseln wir das einfach, kann nichts mehr passieren. Geben den verschlüsselten Daten zum Client. Und wenn der Client das runterladen will, dann sagt er, hallo, gib mir mal bitte den Download mit diesem verschlüsselten Blob. Auf dem Server wird es entschlüsselt. Dann wird die resultierende URL abgefragt, wieder mit dem API-Key, damit man eben an die Datei rankommt. Die Datei kommt zurück und wird an den User zurückgegeben. So, das war also so grob der Ablauf in diesem Feature. Netterweise war das jetzt ein Whitebox-Test. Das heißt, wir konnten uns tatsächlich auch den Source-Code angucken. Ich habe jetzt hier mal so eine Reimplementation grob von dem, was ich da gesehen habe, gebaut. Das sieht ungefähr so aus. Am Anfang holen wir uns 16 Random Bytes für einen sogenannten Initialisierungsvektor. Was das ist, kommen wir gleich zu.
dann sagen wir, okay, ich möchte gerne was verschlüsseln mit AES 128 im Cypher-Blockchaining-Modus unter einem bestimmten Key, der auf dem Server liegt. Man verschlüsselt den ganzen Kram und am Ende gibt man eben diesen Initialisierungsvektor und den Ciphertext zurück. So. Relativ simple Verschlüsselungsfunktion. So. Da ich nicht weiß, wie alle euer Hintergrund ist und ich auch gesagt habe, ich hole euch da ganz am Anfang ab, jetzt nochmal ganz kurzer Primer zum Thema Block-Ciphers. So, was ist eigentlich eine Block-Cipher? Eine Block-Cipher ist eine sogenannte symmetrische Verschlüsselungsfunktion. Das heißt also, die Daten werden mit dem gleichen Schlüssel verschlüsselt und entschlüsselt, nicht so wie bei zum Beispiel PGP oder so, wo es einen Public Key und einen Private Key gibt. Eine Eigenschaft von diesen Block-Ciphers ist, dass die eine bestimmte Inputgröße haben, in diesem Fall 16 Byte. So, das heißt, wenn ich jetzt also einfach nur 16 Byte verschlüsseln möchte, dann ist das relativ einfach. Ich nehme diesen Plaintext, ich packe den in die Verschlüsselungsfunktion mit dem Key, bekomme einen Ciphertext raus, bin fertig. So, die meisten interessanten Dinge in dieser Welt sind aber mehr als 16 Byte lang. Und dann passieren halt so merkwürdige Dinge, weil jetzt die naive Variante jetzt weiterzumachen wäre halt zu sagen, okay, cool, ich splitte das jetzt in Blocks von 16 Byte, verschlüssel jeden einzelnen Block unter dem gleichen Key, habe dann jeweils den Ciphertext, so, nennt sich Electronic Codebook Modus. Das ist leider eine schlechte Idee, denn wenn man jetzt hier dreimal den gleichen Plaintext Block reingibt, kommt auch dreimal der gleiche Ciphertext raus. Ihr kennt vielleicht dieses recht berühmte Bild in dieser Welt, wo man eben sehen kann, da kann man immer noch Strukturen erkennen in dem ECB-verschlüsselten Daten, weil eben gleicher Input, gleicher Output. Jetzt versteht ihr auch den Witz auf meinem T-Shirt. So. Genau, das ist also eine schlechte Idee. Wir wollen was anderes machen. Um das zu verstehen, jetzt nochmal ganz kurz zurück ins erste Semester Informatik. Was ist Exclusive OR? Eine Operation, die man auf Bits macht. Das heißt, wenn ich das Exclusive OR zwischen zum Beispiel einer 1 und einer 1 nehme, dann kommt eine 0 raus. Und im Endeffekt sagt dieses Exclusive OR einfach nur, wenn beide Inputs gleich sind, ist das Ergebnis 0. Und wenn die beiden Inputs unterschiedlich sind, ist das Ergebnis 1. Das ist ziemlich praktisch in der Kryptographie, denn das hat die Eigenschaft, dass wenn man sagt, ich XORe irgendwas mit sich selber, dann streicht sich das raus, weil alle Bits sind gleich, das heißt, alle Bits sind 0 danach. Das heißt, X, XOR Y, XOR X ergibt Y, das kürzt sich raus. So, das ist alles, was ihr über XOR wissen müsst. Und damit können wir jetzt weitergehen und können sagen, was ist eigentlich Cypher-Blockchaining? Hat nichts mit Bitcoin zu tun, Gott sei Dank, sondern ist ein Verschlüsselungsmodus, wo wir im Endeffekt sagen, wir wollen nicht, dass wir immer den gleichen Output hier unten rausbekommen, wenn der Input oben gleich ist. Deswegen nehmen wir, bevor wir diesen Input verschlüsseln, noch den Ciphertext vom vorherigen Block und XORen den auf den Plaintext drauf. Dadurch kommt jetzt hier unten ein anderer Ciphertext raus, als hier rausgekommen ist, weil eben auch ein anderer Input reingegangen ist. Wenn ich das entschlüsseln will, mache ich das Ganze eben umgekehrt. Ich nehme sozusagen den Ciphertext vom vorherigen und XOR den nach der Entschlüsselung hier wieder drauf und bekomme wieder den gleichen Plaintext. So, jetzt ist natürlich noch die Frage, wenn ich den vorherigen Block nehmen will, was mache ich denn mit dem ersten Block? Da kommt dieser Initialisierungsvektor rein, das heißt, da wählt man einfach nur 16 zufällige Bytes in diesem Fall und XOR die auf den Plaintext drauf, damit eben auch der erste Block sozusagen nicht irgendwelche Muster verrät. Heißt auch, ich muss diesen Initialisierungsvektor irgendwie mit dem Ciphertext zusammen transportieren. Das haben wir eben im Code auch gesehen, dass da sozusagen Initialisierungsvektor, ein Separator und dann der tatsächliche Ciphertext kam. So, genau. Ich schreibe euch das jetzt nochmal kurz hier in der mathematischen Notation eher so hin. Das sagt im Endeffekt genau das Gleiche. Das sagt einfach nur, wenn ich den Ciphertext des nullten Blocks haben möchte, dann verschlüssel ich den nullten Block geXORt mit dem Initialisierungsvektor und ansonsten eben mit dem Ciphertext vom vorherigen Block für alle weiteren Blöcke. Entschlüsselung sieht auch so aus und zur Erinnerung nochmal diese Eigenschaft von der Boolschen Logik. So, jetzt haben wir schon alles, was wir brauchen, um diesen Angriff zu konstruieren. Ich fasse nochmal kurz zusammen, was wir jetzt wissen. Wir wissen, die Anwendung verschlüsselt eine URL. Das wissen wir zum einen, weil wir den Source Code gesehen haben. Zum anderen wissen wir es auch, weil es eigentlich nicht groß anders sein kann in so einem Kontext. Wir wissen auch grob, wie diese URL aussieht, weil an einer anderen Stelle kam mal eine Fehlermeldung, wo so eine URL vom API-Gateway angezeigt wurde. Das heißt, das würden wir sogar als Angreifer wissen. Wir wissen auch, dass das System AES im Cypher-Blockchaining ohne Authentifizierung des Ciphertextes verwendet.
Wir wissen auch, dass natürlich die Anwendung hinterher einen GET auf diese entschlüsselte URL machen muss, um an dieses Dokument ranzukommen. An diesem GET hängt dann wiederum ein Token dran, das Rechte auf dem API-Gateway hat. Und natürlich wissen wir auch, dass wir beliebige Daten an diesen Download-Endpoint schicken können, weil ist ja ein öffentlicher Endpoint. So, kann ich erstmal hinschicken, was ich will, muss der Server mit klarkommen. So, das ist eigentlich alles, was wir brauchen. Der Angriff, den wir jetzt ausführen werden, der nennt sich im Englischen Malleable Encryption. Im Deutschen heißt das sowas wie veränderliche Verschlüsselung. Das bedeutet im Endeffekt, ich habe einen Ciphertext und ich habe den dazugehörigen Initialisierungsvektor und ich weiß, wie der erste Block des Plaintextes aussieht. Wissen wir ja, hatten wir ja gerade gesagt, wir wissen, wie die URLs aussehen. Und mit diesem Wissen ist mein Ziel, dass ich den Ciphertext und oder den Initialisierungsvektor so abändere, dass bei der Entschlüsselung ein von uns bestimmter neuer Plaintext für den ersten Block herauskommt, den wir uns aussuchen können. So, wie funktioniert das Ganze? Naja, der Ansatz ist jetzt erstmal, ich sage, okay, ich weiß, was der tatsächliche Plaintext ist, der da verschlüsselt ist für den ersten Block. Und ich weiß, was ich möchte, was da steht. Das ist was anderes. Das nennen wir hier, also P0 ist der tatsächliche Plaintext, P0' ist das, was wir möchten, das rauskommt. Wir berechnen jetzt erstmal den XOR zwischen diesen beiden Sachen und nennen das D, damit wir es irgendwie wiedererkennen später. D für Differenz. Dann berechnen wir einen neuen Initialisierungsvektor, indem wir den alten Initialisierungsvektor mit diesem D nochmal XORen. Und dann senden wir einfach den unveränderten Ciphertext und den veränderten Initialisierungsvektor an den Server. So, was genau macht jetzt der Server? Naja, der Server geht los und sagt, ich möchte das gerne jetzt entschlüsseln. Was ist denn mein erster Plaintext-Block? Sagt, okay, gut, ich entschlüssel den Ciphertext und XOR das mit dem IV, Initialisierungsvektor, den der Client mir gerade gegeben hat. Das ist IV' hier. So, beim Entschlüsseln sagt er jetzt natürlich erstmal, gut, hier, das ist irgendwie die Entschlüsselung ist der Original-Plaintext geXORt mit dem Original-IV. Wenn hier jetzt auch wieder der Original-IV stehen würde, weil wir ihn nicht verändert hätten, dann würden sich die beiden hier rausstreichen, man hätte P0, den alten Plaintext, und wir wären fertig. Wir haben es jetzt aber verändert. Das heißt, jetzt lösen wir noch mal kurz auf, was war noch mal IV'? Naja, IV' ist eigentlich nur IV XOR D. Und was war noch mal D? Ach ja, stimmt, D war irgendwie P0 XOR P0'. So, jetzt guckt man da drauf und sagt sich, warte mal, da kann ich eine ganze Menge rauskürzen. Irgendwie die beiden IVs kürzen sich raus und die beiden Original-Plaintexte kürzen sich raus. Bleibt über der Plaintext, den wir uns ausgesucht haben. So, und das ist eigentlich schon alles, was wir hier machen müssen. Das Schöne ist jetzt, wir haben die Kontrolle über die ersten 16 Byte des Plaintexts von der URL. Das ist hier der rot markierte Teil. Das reicht, um dann eine andere Domain reinzuschreiben. Wenn die kurz genug ist. Und da heutzutage Domains ja nicht viel kosten, habe ich mir die einfach mal registriert und an meine IP weitergeleitet, mal einen Listener aufgemacht und zack. So, das heißt, ich habe jetzt eine Anfrage bekommen auf meinen Laptop von dem Backend for Frontend, das mir freundlicherweise den Authentifizierungskey für das API-Gateway mitgeliefert hat. So. Das heißt, jetzt gucken wir mal, ne? Das ist die eigentliche Architektur. Was wir jetzt gemacht haben, ist so. Jetzt habe ich hier den Key. Und das Schöne ist ja, dass das API-Gateway vor der Firewall steht. Das heißt, jetzt gehe ich mit diesem Token los und sage, hallo, liebes API-Gateway, gib mir doch mal bitte alle Informationen, die du so hast. Und das Schöne ist ja, dass das API-Gateway sich auf das Backend for Frontend verlässt, wenn es um Autorisierungschecks geht. Das heißt, das sagt einfach, ja, ist ja Backend for Frontend, passt schon. So. Das heißt, ich kann jetzt alles machen, was das Backend for Frontend machen kann, für alle User, und ich kann auch noch Sachen machen, die das Backend for Frontend nicht machen kann, weil es nicht implementiert ist, die aber das API-Gateway unterstützt. Das heißt, ich habe jetzt mehr oder weniger vollen Zugriff auf das API-Gateway, könnte damit versuchen, Zahlungen auszulösen, irgendwelche Kulanzregelungen für meine eigenen Bestellungen einzustellen und all solche schönen Dinge. In der Praxis war das jetzt so, dass beim Kunden natürlich schon noch mal jemand drauf guckt, bevor da irgendwie 10.000 Euro überwiesen werden. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da sofort das ganze Geld hätte raustragen können. Aber ich glaube, da könnte man schon eine gewisse Menge an Schaden anrichten. So. Wenn ich jetzt gefragt werde, so wie fixen wir das denn jetzt? Der Kunde kommt zu mir und sagt, ja, ist ja alles schön und gut, aber wie kriege ich das denn weg? So. Dann ist natürlich die Standardantwort, die man erstmal so gibt, so, nee, du darfst einfach nicht verschlüsseln, ohne das zu authentifizieren. Das geht immer schief.
Wirklich, das könnt ihr nicht machen. So, Moxie Spike, der Mensch, der das Signal-Protokoll mitentwickelt hat, hat das The Cryptographic Doom Principle genannt. If you have to perform any cryptographic operations before authenticating the ciphertext, it will somehow inevitably lead to doom. Und das trifft hier ganz gut zu. Der zweite Standard-Tipp, den man im Bereich Kryptographie immer gibt, ist, baut sowas einfach nicht selber, sondern benutzt irgendeine existierende Library dafür. So. Aber da kann man jetzt auch wieder sagen, das ist eigentlich auch nicht alles, oder? Also wenn man nochmal so auf diese Architektur zurückguckt, die wir da gerade gesehen haben, da sind doch auch noch andere Probleme. Zum Beispiel können wir jetzt mal sagen, wenn wir so ganz reingezoomt sind, dann sagen wir, okay, hier ist irgendwie so die falsche Verwendung von Verschlüsselungsalgorithmen. Sollte man nicht machen, ne? Jetzt können wir aber so Google Maps-mäßig losgehen und den Zoom-Slider mal ein bisschen runterziehen und sagen, hier stehen irgendwie so volle URLs in den übertragenen Daten inklusive der Domain. Die Domain ist doch eigentlich fest. Warum steht die überhaupt noch in der URL drin? Da könnte man doch nur den Teil dahinter übertragen, sondern nur die relevanten Teile. Oder wenn man diese URL schon auf die Art übertragen will, dann müsste man doch zumindest noch ein paar Checks machen und sagen so, okay, ich weiß eigentlich, dass dieser Endpoint immer nur die folgenden Teile vom API-Gateway aufrufen wird. Da kann man Checks einbauen und sagen, okay, was wird denn da gerade abgerufen? Will ich das zulassen? Warum darf das Backend for Frontend überhaupt mit dem offenen Internet reden? Also ja, klar, eingehend, verstehe ich, aber warum muss das nach draußen reden können? Das hat doch überhaupt keinen Job, das muss doch genau nur mit dem API-Gateway reden können. Warum ist das nicht gefirewallt? Warum steht das API-Gateway überhaupt nicht hinter einer Firewall? Es ist doch eigentlich auch so, dass auch da man erwarten würde, dass eigentlich nur das Backend for Frontend damit reden kann. Warum muss das fürs gesamte Firmennetz zugreifbar sein? Und als letztes auch wieder so, warum ist da so ein Token, das so alles berechtigt? Ist doch irgendwie unschön? Kann man das nicht besser machen? Genau. Und das Schöne ist jetzt, dass jeder dieser einzelnen Punkte hier, da kann man jetzt wieder andere Probleme, die das auch erzeugt, drunter schreiben. So, jetzt kann man sagen, okay, falsche Verwendung von Verschlüsselungsalgorithmen. Eventuell kann man da noch andere kryptografische Angriffe ausführen. Auf so einen unauthentifizierten CBC mit Malleable Encryption und so, da gibt es zumindest theoretisch Angriffe, wo man schlimmstenfalls den Key raustragen könnte am Ende. Die Tatsache, dass dort volle URLs übertragen werden, würde auch ermöglichen, dass man eben andere API-Endpoints aufrufen kann durch diese Funktion. Die fehlende Einschränkung der URLs eben auch das Gleiche, ne? Server-Side Request Forgery. Das war das, was wir auch gerade gemacht haben, so nennt man das. Die Tatsache, dass das Backend for Frontend nicht nach draußen gefirewallt ist, heißt eben auch, dass es sehr einfach ist, wenn ich darauf irgendwie einen Angriff ausführen kann, dann halt rauszutelefonieren, also eine Remote Shell oder sowas in der Richtung da rauszuziehen oder auch einfach nur Daten zu exfiltrieren. Die Tatsache, dass das API-Gateway nicht gefirewallt ist, heißt eben auch, dass das API-Gateway so komplett im Firmennetz hängt und jeder, der halt eine Vulnerability in dem Produkt kennt, kann das einfach exploiten. So, eigentlich auch nicht wirklich notwendig. Und die Verwendung eines GOT-Tokens macht vertrauenswürdiges Logging und Auditing in den Backends komplett unmöglich, weil sich die Backends darauf verlassen müssen, dass das Backend for Frontend ihnen korrekt sagt, wer eigentlich gerade eine Aktion gemacht hat. Weil können sich nicht aufs Token verlassen. So. Genau. Also, als Fazit, wenn ihr auf der Seite der Verteidiger spielt, dann ist die Aussage, Verschlüsselung heißt nicht, dass nichts passieren kann. Da muss man trotzdem immer noch, wenn man Sachen verschlüsselt hat, sollte man trotzdem noch weitere Verteidigungsmechanismen drin haben. Also eine tiefe Verteidigung nennt man das, Defense in Depth. Niemand kann so wirklich vorher wissen, was eigentlich in so einem System drin lauert. Und deswegen sollte man eben eine defensive Architektur wählen, wo man eben unbekannte Bedrohungen abmildern kann. Wo man sagt, ich wüsste zwar nicht, wie es irgendjemand hinkriegen sollte, diese Funktion dazu zu bringen, eine URL abzurufen, die ich nicht kenne, aber ich verhindere es trotzdem. Weil schlimmstenfalls ein paar CPU-Cycles, ist doch egal. So, kostet ja nichts. Dabei helfen eben auch Bedrohungsanalysen und Threat Modeling so als Methodik, um mal wie ein Angreifer auf so ein System drauf zu gucken, kann ich nur empfehlen. Wenn ihr jetzt auf der Seite der Angreifer spielt, ne, also natürlich der Whitehead-Hacker, ne, dann kann ich euch sagen, manchmal findet man auch in so verschlüsselten Daten durchaus was Interessantes. Es lohnt sich, das mal anzuschauen. In dem Bericht, den man dann hinterher schreibt für die Firma, lohnt es sich auch mal herauszuzoomen und zu sagen so, ja, genau, es gibt so diese eine spezifische Sicherheitslücke hier, aber eigentlich heißt das, dass da noch an 6 anderen Stellen was schiefgegangen ist. Das erzeugt dann ziemlichen Mehrwert auch nochmal für den Kunden. Und in der Kryptografie-Vorlesung aufpassen lohnt sich. Genau, damit vielen Dank für eure Aufmerksamkeit so früh am Morgen.
Vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Ich möchte wetten, es gibt Fragen. Hand hoch. Ja, vielen Dank für den Talk. Mich würde noch interessieren, du hast gemeint, man soll auf jeden Fall dann irgendwie, man soll keine Verschlüsselung machen ohne Authentifizierung. Kannst du noch zwei Worte mehr dazu sagen, wie man das machen würde dann mit Authentifizierung? Ja, also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Zum einen kann man eben zusätzlich zu der normalen Verschlüsselung dann danach noch einen sogenannten Message Authentication Code berechnen, den man auch mitschickt. Das ist dann wieder ein eigener Algorithmus, der dafür da ist, eben nur Daten zu authentifizieren, aber sie nicht zu verschlüsseln. Noch einfacher ist es, wenn man einfach nicht AES im Cypher-Blockchaining-Modus verwendet, sondern zum Beispiel im GCM-Modus. Der bringt die Authentifizierung dann gleich noch mit. Da kriegt man sozusagen beides auf einmal und auch auf eine Art, wo weniger schief gehen kann. Denn sozusagen bei diesem Verschlüsseln und Authentifizieren, wenn man das in der falschen Reihenfolge macht, dann kann es einem auch wieder auf die Füße fallen. Deswegen wäre der tatsächliche praktische Tipp einfach AES im GCM-Modus verwenden und dann hast du das Problem nicht. Auch von mir einmal danke für den Talk. Du hast vorhin gesagt, das API-Gateway wäre aus dem ganzen Firmennetz erreichbar. Mhm. Habe ich was falsch verstanden oder saßt du im Firmennetz? Genau, also es war ein bezahlter Pentest von der Firma. Das heißt, wir hatten VPN-Zugriff dafür, weil die Anwendung selbst auch nur aus dem Firmennetz erreichbar war. Und deswegen mussten wir so oder so im Firmennetz sein. Also ja, sozusagen ihr jetzt als Externe von der Firma wärt nicht in der Lage gewesen, da ranzugehen. Aber alle, die die Anwendung tatsächlich verwenden können, kommen eben auch ans API-Gateway. Woher genau kannten wir den Initialisierungsvektor? Der Initialisierungsvektor, der wird, ich gehe nochmal kurz zurück hier, so, der wird an dieser Stelle hier mit in den Output gegeben. Das heißt, wir kriegen also nicht nur die verschlüsselten Daten, sondern wir kriegen auch den Initialisierungsvektor mitgeliefert vom Server, weil ohne den kann der Server auch nicht mehr entschlüsseln. Und der hat keine Lust, sich den selber zu merken, das ist relativ normal, den gibt man dann einfach mit als Teil, also die ersten 16 Byte vor dem Ciphertext davor sind dann in der Regel der Initialisierungsvektor. Ist dieses Cipher-Blockchaining überhaupt sicher oder sollte man das am besten gar nicht verwenden? Ja, ne, ist X überhaupt sicher, ist immer so eine Frage, wo man dann wieder fragen muss, vor was denn? Also es gibt Anwendungsfälle, in denen Cipher-Blockchaining sicher ist. Zum Beispiel, wenn du es eben mit einer gut implementierten Message Authentication Code Lösung verwendest zusammen. Oder auch vielleicht in Fällen, wo du sagst, ich will die Daten eigentlich nur verschlüsseln, aber mir ist eigentlich sogar egal, ob die integritätsgesichert sind. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt gerade spontan keinen Anwendungsfall, in dem das so wäre. Aber es gibt ja durchaus manchmal eine Situation, wo du sagst, eigentlich ist mir hauptsächlich sicher, dass es verschlüsselt ist. Aber ja, also in der Regel willst du es mit Authentication verbinden oder halt GCM verwenden. GCM ist halt irgendwie, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre jünger als CBC, deswegen sieht man noch recht viel CBC da draußen. Okay. Ah. Mir ist noch aufgefallen bei diesem Architekturbild, der Backend vor Frontend, der redet mit einem festen Key, dieser gelbe Schlüssel mit dem API-Gateway. Ist das nicht auch schon, kann man das nicht auch schon besser machen oder ist das nicht auch schon schlecht? Also ich habe es hier etwas verkürzt dargestellt. Der hat schon einen dynamischen Key zu einem gewissen Grad. Da hängt irgendwo noch so ein Identitätsmanagementsystem rum, das halt diesen Backend for Frontend ein eben periodisch alle 5 Minuten oder so ein neues Token ausstellen kann, wo sich das Backend for Frontend das abholt. Insofern ist es also nicht ganz statisch. Wenn ich das Ding einmal klaue, dann habe ich halt Zugriff für die restliche Gültigkeit dieses Tokens. Aber das ist natürlich was sich sehr gut automatisieren lässt, so ein Angriff. Dementsprechend ist es in der Praxis kein wirklicher Sicherheitsgewinn dann fürs System. Aber ja, genau. Also prinzipiell ist der Schaden erstmal begrenzt, wenn es wegkommt, weil es halt nach einer gewissen Zeit abläuft von alleine. Okay, wenn keine weiteren Fragen, herzlichen Dank. Und in 5 Minuten...